Wir sind gegangen, früh ist Fahrt, drum sind wir müd, drum sind wir matt. Wir kamen vor Herodes Haus, Herodes schaut zum Fenster hinaus. Herodes lieber, Herodes mein, wo ist das Jesus-Kinderlein? Ihr seid keine Könige, das ist gewiss, weil einer von euch ganz kohlschwarz ist. Er ist nicht schwarz, er ist nicht weiß, er ist ein König auf der Reis. Ich bin der König von Syrien, trag Gold, war auch um Myrien. Ich bin der Moor aus dem Morgenland, die Sonne hat mich so warm gebrannt. Ich komme aus Ägypten her, hab Ware müssen übers Meer. Wir grüßen dieses Haus und wünschen euch allen von Herzen das göttliche Wohlgefallen. Gott möge euch allen Gesundheit verleihen und eurer Arbeit ein gutes Gedeihen. Christus möge im Hause wohnen, für jede Wohltat euch reichlich belohnen. Er segne das Haus, er möge es führen, das schreiben wir heute auf die Schwellen der Türen. Zuletzt, so ist es Brauch und Sitte, tritt ich hervor mit einer Bitte. Wie ist das Amt von mir verlangt, fürs Zuhören seid vielmals bedankt. Wir bitten euch, ihr wisst es schon, um Garn für eine Hilfsaktion. Drum öffnet willig eure Hände und gebt uns eine kleine Spende. Wir haben gebracht eine Büchse her, sie ist nicht voll, sie ist nicht leer, wird aber voll, wird aber voll, wenn jeder Lift hinein sein soll. Wir sammeln wie in jedem Jahr für arme und kranke Kinder in der ganzen Welt. Christus, den Herrn, habt ihr freudig gegeben, er lohne es euch mit seinem Segen. Sie haben uns was zu Ehren gegeben, oh Gott, lass sie noch lange leben, in Fried und Freude und Reinigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Stern will nicht mehr stille stehen, wir müssen heute noch weitergehen nach Bethlehem, wir müssen ziehen, drum guten Tag, wir danken euch schön.